übergebe auch schon das Wort und die Bühne an den Joachim. Vielleicht mit dem Hardy, vielleicht ohne Hardy, je nachdem. Das werden wir sehen. Grüßt euch. Ja, danke schön. Ja, wir sind ja heute quasi zu dritt die Geburtshelfer von dem Kurs dabei, also der Hardy, Lauritsch und die Hannelore Fritz. Dann erzähle ich doch ein bisschen was zur Historie. Also wir kamen letztes Jahr so darauf und dann hatten wir irgendwie auch einen Lerncircle, Hardy und Hanne und noch Brigitte und noch Martin, dass wir das Thema Working Out Loud und Achtsamkeit verbinden. Und dann habe ich das irgendwie von dir gesehen, Simon, mit dem Lernos und dachte mir, genau, das ist ja genau das, eben den Lernos mit anderen Inhalten zu füllen und haben dann, ja, ich glaube, es hat jetzt schon fast ein ganzes Jahr gedauert, den Leitfaden entwickelt. Ja, Hardy hat es wahrscheinlich schon gesagt, also für mich war der große Durchbruch, dass wir uns dann wirklich auch mal persönlich einen ganzen Tag Zeit genommen haben und getroffen haben. Wir haben jetzt auch schon zweimal einen Prototypen durchlaufen lassen und das Ganze jetzt in so einem Stand, wo wir sagen können, damit gehen wir aus. Und ich hatte just heute um 12 Uhr, ich bin ja bei Siemens und habe den ersten Prototypen mit Siemens-Leuten gemacht, den zweiten mit Freunden von mir. Ja, und heute einen Siemens-Call und da waren irgendwie auch über 20 Leute von Siemens dabei, die auch Interesse haben, das wieder zu starten. Also gerade so eine Welle von Circles, die loslaufen. Es kam ja auch gerade eine Studie raus, die sich angeguckt hat, wie so Stresspegel und Burnout sich durch Corona entwickeln, was ziemlich stark nach oben geht, wo, glaube ich, auch Bedarf ist für so Themen. Genau. Genau. Vielleicht mache ich auch mehr heute den Fokus. Also heute Mittag habe ich mehr erzählt, wie laufen so Circles ab. Jetzt mal davon aus, dass irgendwie wer hier dabei ist, schon irgendwie mehr weiß, wie so ein Circle abläuft. Da kann ich das ein bisschen kürzer fassen. Technisch gesehen sind wir jetzt quasi, der Hardiger vorhin schon mal gesagt hat, nur an der Stelle, dass wir in Google Docs haben wir das Dokument irgendwie erstellt und haben dann PDFs ausgeleitet und ich habe das jetzt mal in ein Drive-Laufwerk reingelegt. Das heißt, es ist im Moment ein Drive-Laufwerk vorhanden, den man mit dem Link frei lesen kann. Und da haben wir jetzt 12 Circle Guides erstellt und auch nahezu für jede Woche auch eine Übung als MP3 oder als Video. Eine Woche fehlt, weil da geht es nicht ums, da geht es keine Meditation, sondern da geht es um eine Kommunikation. Also das macht man dann im Circle miteinander. Und das ist jetzt quasi zur Verfügung. Und der Hardy hat es ja vorhin auch schon gesagt, das wollen wir jetzt noch in die Lernos-Welt übernehmen. Schau ich mal, ob ich das hier auf die Schnelle aufkriege. Und MP3, MP4 deswegen, weil ihr quasi die Anleitung so macht, als ob ein Anleitender im Raum dabei wäre und es den Leuten im Circle dann erklärt. Ja, na, jein. Also die Idee ist ein bisschen analog zu dem Working Out Loud, dass halt der Ablauf in dem Circle so ist, dass man einen Check-in macht, dann einen kurzen Austausch, dann einen Theorieinhalt und dann eine praktische Übung gleich durchführt. Und die praktische Übung ist meistens in der Achtsamkeitsübung, also in der Meditationsform oder irgendwas, was immer angeleitet ist. Mhm. Und das sind die MP3s. Also man quasi in dem Circle, nachdem man sich eine Theorie oder ein Stück Inhalt zusammen gelesen, erarbeitet hat, dann eine Erfahrung. Ja. Die Erfahrung ist halt mal 5 Minuten, mal 10 Minuten, mal 20 Minuten eine aufgenommene MP3. Also im ersten Durchlauf habe ich das quasi angeleitet, habe die MP3s eingesprochen und habe es jetzt dann da liegen. So. Cool. Genau. Das ist cool, weil es der erste Leitfaden tatsächlich, der mit Multimedia, was die Anleitung angeht, arbeitet. Das ist stark. Ja, das habe ich schon auch gemerkt, dass es irgendwie dann noch gar nicht so leicht ist, dann in den vorhandenen IT zu bringen, weil da die MP3, und da haben wir auch ein bisschen darüber diskutiert, wie wir das dann machen. Ja. Im Moment war die einfachste Lösung halt, das Drive zu nehmen und das dann da abzulegen. Genau, jetzt gehe ich trotzdem nochmal zu dem Anfang. Ich glaube, den
Anfang können wir schneller drüber gehen, deswegen, weil da nochmal das Lernos erklärt wird, dass eben wir, das heißt, da war ich dabei, der Reinhold, die Hanne, die heute da ist, der Hardy, der da ist, der Reinhold ist nicht dabei, der ist auch von Siemens und Nicole ist auch eine Kollegin von Siemens. Wir haben die Circle Guides erarbeitet, das ist quasi, da müsste alles bekannt sein, wenn nicht, können dann noch gerne mal drüber scrollen und Fragen stellen. War nicht die Rebecca vom ZF bei euch auch mal mit dabei oder war die nur so am Rande? Nee. War nur in dem, also ich habe mal darum gefragt, ob wir die Circles mal haben können. Und Hardy, ich glaube, wolltest mal was teilen oder hast es mir mal einen ersten Stand gegeben. Okay. Aber ich glaube, einen der wichtigsten Punkte, da habe ich schon gesagt, dass ist der Ablauf, der dann irgendwie die Guides dann immer so haben, dass wir einen Check-in machen, den man ja vom Working Out Loud kennt, dass man auch das Thema Austausch dahingehend macht, was war denn in der letzten Woche und was vielleicht ja auch Anlehnung ist, aber die Grundidee bei dem Achtsamkeitskurs ist, dass man unterschiedliche Methoden der Achtsamkeit kennenlernt, dann einmal in der Übung, einmal zusammen in der Gruppe macht und dann steht die MP3 zur Verfügung und die Anregung ist, sich das regelmäßig zu machen. Und das nimmt man sich dann bei einer einen Woche vor, ne, und sagt, ich nehme mir in der Woche vor, das zu machen. Und dann kommt der Austausch und die Reflexion in der Gruppe eben, wie ist mir das gelungen, welche Erfahrungen habe ich damit gemacht, welche Erkenntnisse habe ich daraus gezogen. Und es gab ja schon mal so einen Circle oder so einen Ansatz auch von Bosch, der heißt Mind Friends. Und den haben wir auch zusammen gemacht hier, Nadi zusammen. Und eine der wesentlichen Erkenntnisse war eigentlich, der Circle hat es ausgemacht. Also der Austausch miteinander hat es ausgemacht. Der einfach so ein bisschen dieser Spirit, dass man sich auf so einer Ebene zusammenfindet und zusammentrifft. Das war so der Clou. Vom Thema Achtsamkeit kenne ich das. Manche Leute, also bei Siemens haben wir das so, wir haben da so Mittagsmeditationen und da wird es angeleitet und da kann man dann am Call teilnehmen. Man setzt sich einfach hin und jemand erzählt was und macht was und macht dann so mit. Und mit dem Kurs ist so quasi der nächste Schritt, nämlich sich selber mehr mit dem Thema beschäftigen, ein bisschen mehr Hintergründe beschäftigen und in die Selbstverantwortung gehen, nämlich zu sagen, ich habe das jetzt erlebt, es fühlt sich gut an und ich suche mir dann und ich mache das selber für mich. Tausche dann mich mit anderen darüber aus, welche Erfahrungen ich da habe. Und dann, und so ist auch ein bisschen das Ziel, ist das Ziel auch des Lernpfades, einen eigenen Weg für sich zu finden, also einen eigenen Achtsamkeitsmethoden, einen eigenen Entwicklungsweg, einen eigenen Erfahrungsraum, da mehr drauf zu achten. Genau, und deswegen ist es eigentlich in den Guides ist die Theorie recht klein und dünn gehalten und viel auf Erfahrung und Erfahrungsaustausch. Dann auch noch, was nehme ich mit und was nehme ich mir dann auch wieder vor. Und dann haben wir in den Guides auch immer weiterführende Links eingelegt. Also die Erfahrung und Erkenntnis ist schon auch, dass es ziemlich viel gibt. Es ist halt, wenn ich einfach sage, beschäftige dich mit, dann steht man vor einer Menge von Möglichkeiten. Deswegen haben wir einfach einen Pfad gemacht mit verschiedenen Punkten und wieder immer zu jedem Punkt dann Links, wo man sich weiter mit beschäftigen kann. Also der Jon Kabat-Zinn zum Beispiel ist irgendwie so ein Papst der Achtsamkeitsszene und da gibt es auf YouTube das ganze Hörbuch in Kapiteln zum Anhören und es gibt ganz viele Meditationen, die man da eben auch machen kann. Genau. Also so ist dann der Ablauf, immer Check-in, Austausch, Thema, Übung, wieder Austausch der Erfahrung, dann nochmal, was nehme ich mir vor, Check-out und weiterführende Informationen. Genau, dann praktisch war die Erfahrung, dass es doch irgendwie so ein bisschen Zurückhaltung gibt, den Facilitator dann zu übernehmen, wenn man so einen Circle gegründet hat, wie es bei euch ist, in dem Woll.
In den Prototypen war er beim ersten nicht dabei und in dem zweiten auch noch der Reinhold, der das mit gemacht hat. Da haben die mal, also habe ich es meistens irgendwie angeleitet oder einer, der bei Siemens auch Gruppenleiter ist, hat gesagt, ich kann das auch. Bin ich ein bisschen herausfordernd, dann zu sagen, komm, mach doch den Facilitator und bin jetzt auch mal gespannt, wie das dann in den Circles läuft. Also heute haben sie so 4 Circles gestartet, wo dann eben keiner dabei ist, der damit große Erfahrung hat. Genau. Wir haben es mal, fand ich auch spannend, wir haben es irgendwie einmal in unser Siemens internes Circuit gemacht. Jetzt läuft viel in Teams. Wir haben auch, ich habe eine Gruppe mal über WhatsApp und dann haben sie sich in Zoom getroffen. Geht irgendwie alles ganz flexibel und funktioniert auch. Bisschen Unterschied war, ob man jetzt dieses MP3 über das Online-Tool einspielen kann oder ob man das jeder für sich macht. Das ist bei diesen Multi-Sachen. Also einmal hatte ich einen Link auf ein YouTube-Video und das eine Tool, unser Circuit, konnte das nicht, dass dann die Audio von dem YouTube mit übertragen wird. Ich glaube, Teams kann das, gell? Also Teams müsste funktionieren. Es gibt diesen kleinen Haken Desktop-Audio-Share, ne? Genau. Ja, genau. Das wäre noch gut, wenn man da wüsste, wo das ist. Aber also, nachdem jetzt Montag startet für mich dann, ich mache jetzt auch wieder mit, der nächste Circle. Dann. Er ist ein bisschen versteckt oder klein. Wenn du auf den Pfeil mit dem Scheren gehst, dann siehst du diese ganzen Fenster, ne? Desktops sind angekommen. Und da oben drüber ganz links. Computer Audio einschließen. Genau. Ja, danke dir. Und dann, wenn halt in einem Audioplayer das MP3 spielt, dann wird es übertragen und auch in einigermaßen guter Qualität, also nicht so Telefonqualität. Okay. Gut, ja, danke dir. Ja. Gut, gibt es sonst irgendwie Fragen bis dahin? Genau, aus dem Chat kommt von Charlotte. Habt ihr Verhaltensänderungen beobachtet im weitesten Sinne? Ja, also das war, ich habe mir das immer so mitgeschrieben. Erstens mal, wenn man so sich den einzelnen Circle anguckt, ist es schon so, dass einige da mit einem Stressgefühl reinkommen, gehetzt, hektisch, überlastet. Das ist schon verbreiteter. Und das nach der Runde war meistens oder fast immer das Gefühl, ich fühle mich jetzt leichter, fühle mich entspannter, fühle mich gelöster. Also das kann man schon in dieser Stunde merken. Mhm. Jetzt, wenn man so den gesamten Zyklus sich anguckt, die Idee ist, mehr Bewusstsein zu haben für das, was wirklich abgeht. Und das war schon öfter mal so, die Rückmeldung, erstens mal so, ich wusste ja gar nicht, dass Achtsamkeit so viele Aspekte umfasst. Ich habe gedacht, man setzt sich da einfach hin und ist still und es ist gut. Was gibt es da so viel drüber zu reden eigentlich? Und das Zweite war, dass halt Themen bei sich zu erkennen, zu gucken, welche typischen Verhaltensmuster habe ich denn? Und da geht es eigentlich erst los mit dem Weg, würde ich sagen. Also ich glaube schon, also dass insgesamt Verhaltensänderungen im Sinne von, es gibt, also war gemischt von, der eine, der gesagt hat, okay, ich mache das regelmäßig, ich habe mir das regelmäßig vorgenommen, ich habe mir es auch regelmäßig durchgeführt und es tut mir gut und ich mache das weiter. Von, ich setze mich hin zu, ich nehme Zeit und gehe raus spazieren, ich nehme Zeit in der Natur, hat da jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Falls es Menschen gibt, die in der Frage auch implizieren, lohnt sich das und was ist der Erfolg oder der garantierte Erfolg, da habe ich persönlich eine sehr klare Antwort dafür. Und das war auch ein Leitgedanke, der sich allmählich stabilisiert hat während unseres Wirkens und heftigen Diskutierens. Ich denke, solche Anleitungen gibt es viele auf der Welt draußen, die teilweise sehr dogmatisch sind, sehr regelbasiert sind. Und unser Leitgedanke war da eher, einen Kontrapunkt zu setzen, nämlich ein Angebot. Ich öffne die Hände und sage, kannst ja mal probieren und du wirst selbst wissen, ob das was für dich ist. Und im Austausch mit den Mitgliedern im Circle vielleicht auch zu reflektieren, was es mit dir macht. Und insofern, glaube ich, sind es nicht nur Verhaltensänderungen, die jeder für sich bemerken kann, sondern vielleicht sogar ein Stückchen mehr.
Aber es gibt keine Garantie dafür. Es liegt an dir. Da ist der Leitfaden mit seinen Katas ist ganz wenig gängelnd. Hat irgendjemand mal wie in Working Out Loud ab und zu die Frage gestellt, und wie kann ich das messen? Weil das ist irgendwie, die Frage ist irgendwie bei so einem Thema noch absurder als in Working Out Loud. Ich glaube aber trotzdem, dass es Menschen gibt, die es vielleicht fragen. Also ach, den einen Messinstrument war, ich habe mir irgendwie beim Check-in aufgeschrieben, was die Leute sagen, wie es ihnen geht, und habe mir es beim Check-out immer wieder aufgeschrieben. Da kann ich irgendwie sagen, schau okay. Mal. Das ist der Unterschied. Der Lackmustest wäre ja, man irgendwann sagen kann, man hat im Team, in der Zusammenarbeit auf einmal ein anderes Klima. Also ja. Nicht, was da irgendein Maßstab anzunehmen. Also, den hat man ja in sich. Ja, man kann ja sagen, das war früher so und heute gehen wir so miteinander um. Also um Himmels Willen nicht möglichst noch in Euro messen. Also es gab von der SAP, die SAP hat ja ein wirkliches Programm da geöffnet, dann ein Director of Global Mindfulness Program und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, kommt der wieder. Bosselmann. Genau, der Bostelmann, der ist ja auch in Medien, der war in der FAZ schon und der hat einmal wirklich gemessen und hat irgendwie Menschen und viele beschult und hat dann irgendwie Krankheitsraten und Dinge gemessen, hat recht konservativ gemessen und hat aber einen sehr hohen ROI dann da ausgerechnet. Ich habe nicht für mich nicht den Anspruch, das zu messen, weil irgendwie das ist mir ein Herzensanliegen, das Thema in die Welt zu bringen und sage, wer mitmachen mag, soll mitmachen. Wer irgendwie eine Messgröße braucht, um motiviert zu sein, sollte sich selber erstellen oder irgendwo nachlesen, wo es die gibt. Also Frauke möchte noch was sagen. Die Frauke hat was gesagt, in die Hände gehoben, genau. Genau, vielleicht dazu, also ich habe mich tatsächlich eben auch jetzt schon letztes Jahr habe ich mal so einen 8-Wochen-Kurs MBSR gemacht, John Kabat-Zinn ist das Stichwort. Und tatsächlich werden auch im Moment immer mehr Studien in dem Bereich gemacht. Mhm. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch was SAP macht, basiert doch auf dem Search Inside Yourself von Google, oder? Ja, der Peter Bosselmann war selbst bei dem Google und hat, also ich habe den nochmal kennengelernt, der war auch mal bei Siemens. Und er meinte dann, er war da auf dem ersten Kurs, den Google extern gehalten hat, war in San Francisco. Und hat dann irgendwie für sich als Ziel entdeckt in dem Kurs, er möchte der Jade Mengtan, das ist der das Buch da geschrieben hat, ich habe es gerade hier liegen zufällig, der Search Inside Yourself, der das Buch geschrieben hat, das möchte er von SAP werden. Okay. Und hat es dann auch geschafft, also ist quasi der. Und hat also, dann ganz kurz noch, mein Mikro war gerade aus. Also ich habe tatsächlich, oder es ist im Moment auch gerade in der Wissenschaft ein großes Thema, also auch im Bereich Schule und auch in der Hochschuldidaktik, wo ich unterwegs bin. Und ich habe letztes Jahr einen 8 Wochen MBSR-Kurs gemacht bei John Kabat-Zinn nach dem Ansatz. Und ich habe gerade mal das Buch gepostet von einem Wissenschaftler in Göttingen, der tatsächlich auch forscht in dem Bereich und also da kann man tatsächlich, wenn man wissenschaftlich Bezug oder Quellen braucht, einfach mal reingucken, weil tatsächlich auch immer mehr Studien dazu stattfinden. Genau. Ja. Der Arno hatte sich vorhin noch gemeldet. Ich weiß nicht, Arno, du hast die Hand wieder runter, glaube ich. Genau. Okay. Ja, also das eine wäre eher ein Scherz gewesen. Man könnte doch sicher mit irgendwelchen bildgebenden Verfahren die Veränderung im Gehirn messen. Aber was mich noch interessiert ist, stellt ihr denn jetzt diesen Prototypen so schon frei zur Verfügung? Also dass ich das auch als Externer, sage ich mal, machen kann? Oder wie ist euer Plan da? Ja, also der Plan ist, dass es in die Lernos-Welt geht. Der aktuelle Plan von heute ist, dass ich heute auch auf dem Parallellaufwerk ein Excel-File abgelegt habe und da sich schon, es waren also ungefähr 20 Leute von Siemens gemeldet haben, die Circles starten. Und ich würde das auch zur Verfügung stellen. Wer mag, kann sich da entweder einem Circle anschließen oder einen eigenen Circle starten. Das Laufwerk mit den ganzen Medien steht als Google Drive, PDFs und MP3s und ein MP4 zur Verfügung. Also das, was du uns auch gerade zeigst, das steht zur Verfügung und das kann ich einfach benutzen, weil da bin ich schon drauf. Okay, gut. Genau, da kann man einfach lesen.
Also das ist lesend und dann gibt es noch den anderen, den habe ich auch Circle Finder genannt. Da liegt ein Excel und das kann man schreibend. Ich habe jetzt mal da schwarz gemacht, weil da lauter Siemens-Namen stehen und es aufgezeichnet wird. Da habe ich jetzt einfach die Namen und da haben sich irgendwie einen Circle am Montag gefunden und am Freitag und der eine, die sind irgendwie, da ist ein Boschler dabei und eine, die aus Stuttgart ist und die andere sind Coaches, die haben sich schon vorher gegründet, also vorher zusammengefunden. Und ein paar haben jetzt gesagt, sie wollen sich im Nachhinein das Video anschauen und würden sich da auch noch mit eintragen. Und da lade ich euch auch mit ein und kann dann auch den Link mit reinstellen, wenn ihr mögt, das da reinzugehen und euch sich im Circle anzuschließen. Ich habe gerade in den Chat mal den Link zur Session-Doku gepostet, da habt ihr die in Google Drive schon eingepflegt, ne? Ja. Genau. Gut. Weil dann können wir so ein bisschen wo wir schon ein bisschen dann so in die Richtung gehen. Was ist denn eigentlich der Nutzen oder für wen geeignet? Also ich glaube schon, wie er auch gerade gesagt hat, dass es darum geht, das so ein Stück weit dem Thema Stress zu entgegnen oder zu begegnen. Aber gleichzeitig auch so ein Stück weit mehr Klarheit oder Klarheit für sich immer wieder zu finden. Und dafür gibt es eben bestimmte Methoden. Im Moment, und das war uns letztes Jahr noch nicht so bewusst, wie die Welt gerade irgendwie sich verändert oder verändert hat oder verändern wird, ist, glaube ich, immer wichtiger geworden, damit umzugehen, wie jetzt gerade Welt funktioniert. Und ich meine, aus der Resilienzforschung und kennt man auch, dass wenn ich Zusammenhänge nicht mehr verstehe, wenn ich keinen Sinn darin sehe und wenn ich nicht mehr sehe, dass ich irgendwie beeinflussen und was machen kann, dann entsteht Stress. Und das ist, glaube ich, die Situation, die heute im letzten halben Jahr sich verstärkt hat. Und ich glaube, es ist umso wichtiger noch, da wieder was zu finden, bei sich zu sein, mit ein Stück mehr für sich Klarheit zu entwickeln und auch irgendwie so ein Stück weit in die Selbstverantwortung zu kommen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch was über sich zu lernen. Und das ist so ein Stück weit das Thema auch immer Selbsterkenntnis, sich selbst entdecken, eigene Verhaltensmuster entdecken. Mit verschiedenen Techniken von Achtsamkeit und emotionaler Intelligenz. Das Spannende ist ja, der Jon Kabat-Zinn hat das Thema Achtsamkeit vorne draufstehen. Also Achtsamkeit bedeutet, hat sie hauptsächlich was mit im jetzigen Moment sein, ohne Wertung und präsent. Also das ist so quasi der Kern, die Basis, ne? Dieses, was kann ich tun, um jetzt ganz da zu sein? Und die Search Inside Yourself, die haben die emotionale Intelligenz noch mit reingenommen. Und es geht schon quasi ein Stück, was mache ich jetzt dann damit? Wenn ich ganz präsent bin, nehme ich meine Emotionen besser wahr. Wenn ich in der Kommunikation präsent bin, nehme ich die Emotionen von anderen besser wahr. Und es gibt auch Methoden, um mit Emotionen ein Stück weit besser umzugehen. Oder emotionale Intelligenz sagt dann halt den Umgang oder eine Veränderung mit Möglichkeit oder so eine Art Selbstwirksamkeit oder Wirksamkeit über die Emotionen oder emotionales Geschehen zu finden. Genau, was Basis von uns war schon immer auch vorhanden, ist zu nutzen. Also viele Links drin, viele bekannte Methoden, das gleich zu erlebbar zu machen, gleich umzusetzen. Und auch, was wir bei Working Out Loud auch ist, mit einem eigenen Ziel zu verknüpfen. Also das ist auch eins der ersten Schritte, zu gucken, was sind eigentlich meine eigene Sinn und mein eigenes Ziel da drin. Und gleichzeitig das immer auch einmal aus dem Kopf raus und einmal aus so einem meditativen Aspekt raus zu sehen, nämlich irgendwas so in sich reinzulauschen. Und manchmal entsteht da auch einfach irgendwas. Also wer die Theory U von Otto Sharma kennt, der hat ja auch das in dieses U reingebracht, ne? Also quasi loszulassen vom Kopf und dann ins Fühlen zu gehen, ins Wahrnehmen, ins Entstehen lassen und dann daraus irgendwie wieder ins Außen zu gehen. So ähnlich.
Genau, wir hatten noch die Idee und da, was ist so die nächste Herausforderung vielleicht auch an die Lernungs-Community? Wie kann man die Teilnehmer auch zum Mitmachen und zum sich Beteiligen noch mehr bringen? Also mein Gedanke war so, dass ja, das halt irgendwie, wenn da zum Beispiel Links drin sind, dass man die gleich auch sagen kann, okay, der Link funktioniert nicht mehr und das dann gleich irgendwie korrigieren kann. Da habe ich jetzt technisch noch nicht die schöne, perfekte Lösung gefunden. Aber zumindest der Aufruf irgendwie rückzumelden und dann eine neue Version zu machen oder ja, also ich finde so die Selbstverantwortung und seinen eigenen Beitrag leisten, das finde ich noch irgendwie einen schönen Gedanken. Oder so einen generativen Ansatz noch mit reinzubringen. Genau, und im Grunde geht es darum, die Unterstützung beim Dranbleiben und beim Etablieren von der Gewohnheit. Und das hat man ja, kennst du ja wahrscheinlich vom Lernen genauso wie vom, wenn man sich irgendwie das Joggen angewöhnen will, ist es beim Kopf-Gehirn-Achtsamkeitstraining auch so, dass man da Gewohnheiten hat und dass es ein bisschen erst Überwindung braucht, um das Dranbleiben und das Üben und das auch Erkennen des Nutzens, das Fühlen des Nutzens. Und da unterstützt er diese Methode oder diese Ansatz über mehrere Wochen. Genau, ich habe auch mal ein bisschen drüber nachgedacht oder andersrum verschiedene Ansätze, Erfahrungen. Es gibt es gibt Kurse, die sagen, mach jetzt 20 Tage jeden Tag was. Meine Erfahrung ist, in 20 Tagen jeden Tag ist dann nach den 20 Tagen so ein Abfall. Und dann bleibt es hängen. Und gleichzeitig, wenn ich aber das Woll anschaue, dann ist manchmal so, es ist dann die eine Stunde und dann geht es gleich schon wieder weg. Und dann kommt die nächste Woche, dann kommt die Erfahrung, huch, ich habe ja gar nichts gemacht. Und dann, also so dieser, manchmal denke ich mir noch so dieser Mittelweg. Irgendwie, ich habe schon überlegt, ob man dann irgendwie so ein Setting macht, alle 2 Tage was oder alle 3 Tage was. Also da wäre ich flexibel, offen, auch das nicht als 12-Wochen-Programm, sondern auch so, sich alle 2 Tage was vorzunehmen und dann, aber in so einem Gewohnheiten-Etablieren-Modus zu kommen. Also ich versuche alle 2 Jahre in so ein Vipassana-Meditationszentrum zu gehen. Du hattest immer das Programm 12 Tage. Ein Tag zum Runterkommen, da gibt man dann auch sein ganzes Handy und Bücher und was man alles da hat ab. Und dann ist tatsächlich 10 Tage im Schweigemeditation mit Programm und da mich jetzt der MP3s dran erinnert, tatsächlich auch angeleitet durch einen Lehrer, der quasi über eine Konserve kommt, wo das dann in dem Raum vorgespielt wird. Okay. Das ist klar, also dieses, was Sie am Ende dann sagen, versucht es sozusagen in euren Alltag einzubauen, das ist immer sehr schwierig. Mhm. Dadurch, dass es wirklich 12 Tage am Stück ist, hält es trotzdem sehr lang nach irgendwie. Also es bleibt sehr präsent und man merkt, wenn man wieder in so andere Muster zurückverfällt. Ja, also ich glaube schon auch, für mich ist es auch, das vertieft sich. Ich glaube, die Grundidee von diesem Woll und Achtsamkeit kam auch beim Sitzen im Benediktushof, war ich da mal so eine ganze Woche am Schweigen. Und da kam das irgendwas aufgeplopst. Mhm. Ja, spannend. Da kann ich auch wieder Anlehnung an den John Stepper oder das Woll machen. Das ist bei der Achtsamkeit auch so, wenn ich mir den Level zu hoch setze, ne, und sage, ich möchte jetzt 10 Tage oder 12 Tage schweigen und will es damit anfangen, dann ist die Gefahr groß, dass ich es immer vor mich hinschiebe und nie mache. Und wenn ich sage, ich nehme jeden Tag 20 Minuten vor zu meditieren, kann es auch da noch passieren, dass ich sage, das ist mir jetzt zu viel und ist dann anstrengend und kriege ich nicht unter. Und dann gibt es auch aus der Achtsamkeitspraxis Menschen, die sagen, lieber häufig wenig, als sich was vorzunehmen und einmal zu versuchen, das Ganze ganz umzusetzen. Oder andersrum, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich, die kleinste Meditationseinheit heißt ein achtsamer Atemzug. Ein und wieder ausatmen. Und dann fallen die Ausreden nicht mehr so leicht. Ne? Ich habe keine Zeit, einen achtsamen Atemzug zu machen. Mal auf einer Veranstaltung, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Kai Romhardt vom Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Nee. Der hat den Tipp gegeben, es irgendwie anhand von Geräuschen im Alltag zu verankern. Mhm. Das ist einfach,
zu binden, an das Telefon klingelt und nicht hektisch abzunehmen, sondern eben erst da durchzugehen und dann erst abzunehmen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, genau. Solche Tricks kann man sich dann auch anwenden. Das finde ich auch total schön, diesen Connect zu irgendwelchen Bimmeln. Wenn heute bimmelt das Ding ja irgendwie immer häufiger oder summt so vor sich hin. Was haltet ihr denn von, also was mir immer hilft, immer wieder zurückzukommen, ist die, gibt es ja verschiedene Apps. Ich habe jetzt die Headspace. Mhm. Die haben halt auch so, was weiß ich, 5 Minuten angeleitet, einfach über Smartphone. Das erinnert einen so ein bisschen, wie die Apple Watch halt bimmelt und sagt, jetzt einatmen. Ja. Habt ihr damit auch mal experimentiert mit so Helfern? Ja, ich habe schon viele positive Rückmeldungen. Also Headspace, ich glaube, einen Link haben wir zu 2 oder 3 Apps. Headspace ist eins davon oder ich weiß jetzt gar nicht. Also 3 Apps sind, glaube ich, so. Was ist da der Vorteil von, ich stelle mir die Uhr, die jede Stunde läutet und dann atme ich 2 Minuten tief? Nee, du stellst dir den nicht, sondern wenn die Uhr zum Beispiel misst, dass dein Puls hochgeht oder so, jetzt in der aktuellen Apple Watch messen die auch Sauerstoffgehalt, ne? Dann sagen die so, Moment, jetzt erstmal 1 Minute atmen. Mhm. Und dann kannst du quasi auf die Uhr tippen und dann läuft der Countdown mit 1 Minute und dann weißt du auch, wenn es vorbei ist, ne? Dann hast du so ein bisschen den Lehrer am Handgelenk vielleicht oder so. Ja, genau. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass in der Situation, in der ich eh schon gestresst bin, kommt dann die Aufforderung, soll jetzt, ich weiß es nicht, das ist jetzt mein Bild, was ich davon kriege. Aber also die Frage ist natürlich, warum begreifst du es als Aufforderung und nicht als einen freundlichen Hinweis? Genau. Da kannst du jetzt mal in dich reinspüren und damit möchte ich fast wieder ein bisschen zum Leitfaden zurücklenken. Genau. Weil sonst sprengen wir den Rahmen, glaube ich, total. Weil das ist tatsächlich unsere Guiding-Idee gewesen, dass wir einfach solche Sachen sind. Jederzeit mit allem, was da kommt, einfach Unterstützung zu geben, das zu beobachten. Und zwar wertungsfrei. Und das ist aber das Schwierige dann für viele, ne? Das einfach wertfrei zu betrachten und das dann einfach anzunehmen und ihre eigenen persönlichen Erfahrungen damit zu machen. Mhm. Genau. Das war auch eine Erfahrung oder eine Wahrnehmung in den Runden, dass gerade in diesem Umfeld, wo es dann stressig ist, auch der eigene Anspruch sehr hoch ist. Und das dann häufig gefallen ist irgendwie, oh scheiße, ich bin nicht dazu gekommen und irgendwie da auch schon eine Selbstbewertung und Selbstabwertung teilweise dabei ist. Und im Grunde geht es auch darum, das zu erkennen erstmal. Aha, schau mal, da ist es da. Das ist schon so gewohnt, dass wir uns was vornehmen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir es nicht umgesetzt kriegen. Okay. Ja, ich habe mal so eine interessante Erfahrung mit einer Teilnehmerin gemacht zum Thema Meditation, die dann gesagt hat, bei mir funktioniert das nicht. Weil sie noch einfach eine ganz konkrete Vorstellung gehabt hat, wie das sein muss. Mach doch einfach mal mit. Lass doch einfach mal, was kommt. Alles, was kommt, ist richtig. Und es hat funktioniert. Mhm. Also sich darauf einlassen einfach mal und nicht die Erwartungshaltung haben, das muss jetzt in eine bestimmte Richtung gehen oder ich muss da ein bestimmtes Ergebnis erreichen. Weil wir ja alle immer sehr ergebnis- und zielorientiert im normalen Alltag sind. Und das loszulassen letztendlich, da kommt es drauf an. Ne? Mhm. Genau. Und für mich ist es auch immer so eine der großen Diskrepanzen, denn wenn ich alles loslasse und nie, dann würde ich nie zu meditieren oder zu irgendwas kommen und gleichzeitig irgendwie gehört es dann auch dazu, das dann wieder loszulassen. Und eine Lösung ist zu sagen, ich nehme was vor, mache das und während des Machens, während des Meditierens geht es darum, diese Loslassbewegung, diesen Loslassinneren Gefühl zu üben, zu erleben, zu erfahren und auch zu erfahren, wie tut es mir denn? Tut es mir dann gut? Und dadurch dann weiter zu gucken. Genau, und dann jetzt wieder überleitend zu dem Circle. Ich habe hier schon aufgelegt. Kannst du ein bisschen reinzoomen? Größer machen, genau. Ja. Danke, super. Ich habe hier nochmal aufgelegt, was so die Themen über die 12 Wochen sind. Und heute kam mir schon der Gedanke, eigentlich müsste die Uhr nochmal um einen Schritt weiter gedreht werden. Also 1 Uhr ist eigentlich dann der Start. Aber ist egal, am Anfang geht es schon irgendwie so um den Sinn, das Ziel sich zu machen. Und die erste Hälfte geht so ein Stück weit um die Grundlagen. Ne? Also das Fühlen, da gibt es einen Bodyscan als Standardübung, die Gedanken und Ablenkungen, die kommen,
auch nochmal die verschiedenen Sinneskanäle und dann auch noch ein bisschen zu überleiten zum Thema Handeln. Wie kann ich denn im Alltag die Achtsamkeit haben? Dann gibt es so eine Check-up-Reflexionsmitte. Und dann gibt es so eine zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte hat so Schwerpunktthemen, die man dann nachher durchaus auch in den Alltag mitnehmen kann. Das eine geht zum Kommunikation. So eine Anwendung dann dessen, der Achtsamkeitsidee. Und das zweite, das ist für mich so ein bisschen ein Höhepunkt. Die sogenannte Arbeit mit dem Schatten, mit dem eigenen Schatten. Und ich stelle immer mehr fest, dass es gerade immer wichtiger wird. Also sich bewusst zu werden, oder ein Lehrer von mir, den ich ganz toll finde, den Veit Lindau, der sagt, dass alles, was dich empört, ist erstmal dein eigener Schatten. Alles, was dich empört, solltest du erstmal mit dir Frieden damit finden, bevor du nach außen gehst, bevor du irgendjemand anklagst, bevor du irgendjemand abwertest, bevor du irgendwas demonstrierst, sondern schau im ersten Schritt mal in dein Leben, was will das mir sagen? Wo erlaube ich mir das vielleicht nicht zu sein? Wo habe ich nicht den richtigen Umgang damit gefunden? Und so weiter. Also ein Beispiel davon ist, faul sein ist nicht erlaubt. Ne? Also wenn einer sagt, du bist faul, dann wird man ganz aufgeregt und wird man ganz empört. Oder wenn ich Menschen treffe, die aus meiner Sicht faul sind. Wenn ich zum Beispiel an Bettlern vorbeigehe und sage, die sollen noch was schaffen und empört mich sowas. Dann zu gucken für sich, wie gehe ich denn mit dem Thema um, mal mich entspannen zu dürfen? Wie gehe ich denn mit dem Thema um, auch mal Ruhepausen mir erlauben zu dürfen? Gibt es da vielleicht irgend so einen kleinen Dings, der immer sagt, nee, das darfst du nicht? Und für sich dann so einen Frieden mitzufinden. Und da gibt es eben so ein paar Methoden auch dann, die nicht nur rein Kopf sind, sondern eben auch, da haben wir so eine Methode mit Schreiben, das so rausfließen zu lassen, um da so eine Erkenntnis für sich zu finden, einen inneren Frieden und daraus dann eine Klarheit ins Handeln, mit einer Klarheit ins Handeln zu gehen. Und da kann rauskommen, ich gehe auf Demos und ich reg mich über was auf, ich setze klar irgendwo meine Grenzen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es heute notwendig ist, ein Stück weiter diesen Erstemotion-Impuls erstmal für sich zu verarbeiten und im zweiten Schritt dann mit einer Klarheit nach außen zu gehen. Also das ist so ein hoher Höhepunkt für mich. Darf ich das kurz ergänzen, weil ich das Thema Schatten ist ein sehr komplexes, schwieriges. Ich versuche einfach noch ein paar eigene Worte dazu zu finden, die mir sehr geholfen haben, das zu orientieren. Der Schatten, als Schatten bezeichnet man die Dinge, die in dir eine Reaktion hervorrufen, die kann nach innen gehen, nach außen gehen, deren du dir selbst nicht bewusst bist. Das heißt, irgendwas, was dich aufregt, du bist dir meistens nicht bewusst, warum, ob da deine Werte tangiert wurden oder vielleicht auch bloß irgendwelche Verhaltensmuster, die man sozialisiert bekommen hat, automatisch ablaufen, aber nie eine bewusste Reaktion darstellen. Und in diesem großen Umfeld, soll es hier auch darum gehen, sich dessen gewahr zu werden, dass es eben kein Automatismus sein muss, dass ich so und so reagiere, dass ich wütend werde, dass ich rot werde, das ist so nach innen, da passiert irgendwas in mir und da überhaupt erstmal gewahr zu werden, was da passiert, ja, und vielleicht einen ersten Ansatz zu bekommen, was der Mechanismus eigentlich ist und ob das einer ist, den ich auch wirklich, wirklich möchte. Genau. Das war jetzt meine ganz private Erklärung dazu. Danke, Hadi. Genau. Und das ist dann für mich noch dann, also diese Schattenarbeit oder Schattenbearbeitungsthema und dann ging es noch eine sogenannte Meta-Meditation. Da geht es darum, sich in den positiven Gefühlszustand immer wieder herholbar zu machen. Und da geht es dann inhaltlich noch um die Werte oder auch Alltags- und Prioritäten für den Alltag. Da geht es dann mehr darum, bei sich zu sein und Stille zu üben. Und aus dieser Stille raus auch so eine Art Lauschen, was für eine Impulse kommen dann. Und diese drei Übungen sehe ich dann so als Übungen, die man dann immer wieder später für sich verwenden kann. Das ist dann so zum Schluss die Anregung, wenn einem
an, mit dem, am Ende zu sagen, schau mal, nimm die drei Übungen, die kannst du immer wieder in der oder der oder der Situation. Also wenn dich was nervt, mach mal ein Schattenthema. Wenn du sagst, ich brauche jetzt mal irgendwie ein ganz bei mir sein und ja, so mich verbinden mit einem positiven Gefühl, kannst du die Metameditation oder willen Frieden mit jemandem Menschen finden. Und wenn es darum geht, täglich was zu machen oder zu gucken, was ist denn jetzt dran, diese eine Übung mit Achtsamkeit priorisieren. Genau, so läuft das Ganze über die 12 Wochen und hat dann genau dieses Schema jedes Mal oder jeweils. Und dann, Simon hat mich schon mal daran erinnert, dass noch 5 Minuten sind. Ich habe schon einmal durch die Vorstellung durch. So, genau. Ja. Weg. Das geht nicht mit dem Dings hin. Wieder Zeit ab. Gut, dann gibt es noch soweit Fragen dazu. Und ansonsten einfach die herzliche Einladung, einen Circle zu gründen. Und jetzt ist vielleicht deswegen auch eine gute Gelegenheit, weil ich angeboten habe, dass wir dann, also in ungefähr 13 Wochen ist dann auch Weihnachten, dass wir vor Weihnachten nochmal in einem Call zusammenkommen, also mit den Menschen, die jetzt hauptsächlich von Siemens waren und einer von Bosch oder ein paar von Bosch, die dann noch dazukommen, da vor Weihnachten nochmal eine Runde zu machen. Und dann würde ich euch, wer da mitmachen mag und sich da mit Name und E-Mail-Adresse einträgt in diesen Circle Finder und den durchführen mag, den Lernpfad, dann dass wir uns vor Weihnachten einfach nochmal treffen und austauschen, wie es gelaufen ist, auch was für Rückmeldungen vielleicht noch da sind. Dürfen wir überhaupt noch Circle Finder sagen oder wie viele Trademarks sind denn inzwischen drauf? Ja, der Circle Finder gehört ja dem Leon nicht, da gibt es keinen Trademark. Ja, genau, Gott sei Dank. Gut, der Marc, wie gesagt, der Link liegt jetzt auch hier in dem Besprechungschat und der Link zu den Unterlagen liegt hier auch. Und in der Session-Doku ist auch der Link nochmal zu beidem drin, also auf der. Ja, rufen wir einfach noch auf, in die Session-Doku zu posten, in diesen Thread. Wenn es noch Fragen gibt, Hinweise, wie auch immer. Ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal sagen, dass wir gern oder jemand von uns gern auch nochmal eine Session macht bei Fragen und wir werden sicherlich noch öffentlicher werden an dieser Stelle. Aber hinterlasst eure Kommentare bitte hier und wir werden schauen, dass wir damit anfangen. Mhm. Gemeinsam. Genau. Ja, auf Ende Oktober gibt es nochmal ein Corporate Learning Camp und im November gibt es ein Knowledge Camp, wo wir in beiden auch nochmal so ein LernOS Open Space machen. Also falls da Bedarf ist, könnt ihr gerne auch da wieder nochmal eine Session reinpitchen, wenn man so mal drüber sprechen will. Als Erfahrungsaustausch dann zum Beispiel oder so. Ja. Gute Idee. Was ich nochmal, vorhin ja schon mal gesagt, dass es irgendwie bei Bosch gab sowas, die haben irgendwie so ein richtiges Buch gemacht und haben das auch intern vermarktet. Was ich im Twitter gesehen habe, gibt es auch ein Vol-M von Daimler, glaube ich, Leuten sind das. Ja, der Lukas Fütterer und die Sophia Rödinger, glaube ich, ne? Die ja, genau. Wie aus der Yoga-Praxis, was ich so gelesen habe bisher. Mhm. Ja, möglich. Also ich habe mich auf Twitter mal einmal hingetwittert, aber jetzt noch nicht intensiven Kontakt gehabt. Da kann man vielleicht auch noch sagen, das ist durchaus aber ein etwas unterschiedlicher Ansatz, sage ich mal. Wir haben uns hier zusammengefunden, definitiv ohne Auftrag als Graswurzel, haben uns längst über die Firmengrenzen hinaus entwickelt. Man merkt auch, dass Hanne bei uns ist, mit uns ist oder wir mit ihr sein dürfen, die mit Siemens jetzt gar nichts zu tun hat. Und selbst wir, die wir uns Siemens nennen, sind inzwischen bei 3 unabhängigen oder mindestens 3 oder eher 4 unabhängigen Gesellschaften. Das heißt, das ist nicht dafür gedacht, irgendwo einen Firmenzweck unmittelbar zu verfolgen, wenn ich persönlich auch glaube, dass Menschen, die sich überhaupt weiterbilden und ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit vielleicht auch weiterentwickeln, für Firmen oft sehr wertvoll sein können.
Aber das ist nicht im Fokus gestanden und deshalb ist das völlig neutral und verfolgt auch keinerlei, hat keine Verbindung zu den Siemens-Gesellschaften. Darf ich das so sagen? Glaub schon. Ja, genau. Du bist ja auch überall in Woll und sonst wie unterwegs. Und irgendwie. Ja, genau. Gut, also von meiner Seite dann danke fürs Zuhören, danke, dass ihr da wart und gerne nochmal weiter Fragen stellen. Ansonsten, glaube ich, ist jetzt von der Zeit her auch schon Richtung Ende, gell? Genau, wir sagen ja am Ende immer Stop Reading oder Stop Listening and Start Doing. Also am besten drüber nachdenken, ob und mit wem man sowas mal durchläuft, um es einfach auszuprobieren. Genau. Vielen Dank euch. Gerne. Ich halte gleich die Aufzeichnung an. Das Recording könnt ihr dann hinterher auch anschauen. Und wer mag, um 16 Uhr machen wir nochmal so eine Abschlussrunde in Zoom. Link findet ihr im Sessionplan. Danke. Okay, danke dir. Danke. Danke euch. Ciao. 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 Tschüss.